Hallo RC-Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, das ist ein Video, was ich jetzt schon seit 2 Wochen angekündigt habe und worauf ich mich wirklich sehr freue. Und zwar seht ihr hier meine halb auseinandergebaute Nazgul. Und was hier fehlt, sieht man vielleicht hier, und zwar diese Nebula Vista. Die war vermutlich beschädigt. Dieser Fehler, dass die immer die ganze Zeit nur beim jedem zweiten Mal starten erst sich mit der Brille verbindet, scheint wohl ein Problem zu sein mit der Kamera bzw. der Vista. Und deswegen habe ich die zurückgeschickt, eine neue bekommen. Und die werden wir heute unter anderem natürlich auch wieder einbauen. Allerdings kommt das Ganze nicht mehr in den iFlight Nazgul Frame. Wie ich ja auch schon in letzter Zeit erwähnt habe, der Frame ist einfach zu klein für das alles, ne? Auch mit GPS und dem ganzen Kram. Und dazu kommt auch noch, dass der Frame selbst schon ziemlich, naja, müde ist, sagen wir mal so. Hier ist schon überall das Carbon sehr abgenutzt, abgesplittert. Die ganzen Standoffs, die Gewinde davon sind alle schon durchgedreht. Und ja, es ist, der Frame ist am Ende seines Lebenszyklus, würde ich sagen. Vielleicht kann man den irgendwann nochmal benutzen, um so ein Budget-Bild darauf zu bauen oder sowas. Aber zumindest für das, was die Nazgul an Komponenten hat, ist das nicht mehr das Angemessene. Was aber das Angemessene ist, ist das hier. Und für die Leute, die es vielleicht noch nicht erkennen, vielleicht noch nicht wissen, weswegen ich dieses Video jetzt auch mache, das ist ein Gravity Loss FPV Frame. Das ist eine Firma aus der Ukraine, steht ja hier sogar, Made in Ukraine. Und die machen meiner Meinung nach, ohne dass ich den jetzt hier, sag ich mal, geflogen bin, mit Abstand die besten Frames, die es gibt. Und das hat ein paar Gründe. Grund Nummer 1 ist, dass man sehr viele Versionen davon sich aussuchen kann. 5 Zoll, 6 Zoll und dann gibt es jeweils noch Lowrider-Versionen, die dann etwas tiefer sind, also etwas weniger hoch. Dann gibt es noch Deadcat-Versionen, alles Mögliche. Und wenn man sich für einen Frame entschieden hat, wie man jetzt hier sieht, ich habe einen 6 Zoll Lowrider Deadcat, das heißt 6 Zoll große Propeller, dafür sei gedacht. Lowrider, also die geringere Höhe. Und Deadcat, dass die vorderen Arme, wenn man sich das jetzt hier anschaut, nicht in so einem X stehen, wie es jetzt hier ist, sondern dass die vorderen Arme so ein bisschen weiter nach hinten gekippt stehen. Das sorgt dafür, dass man dann auf der GoPro bzw. generell auf der Kamera die Propeller nicht sieht. Und wenn man sich dann für einen Frame entschieden hat, wie gesagt, ich habe jetzt diesen hier genommen, dann kann man immer noch Optionen dazu kaufen. Man kann zum Beispiel sagen, dass man noch Motorschützer haben will, dass man auf den Armen noch solche Motorkabelschützer haben möchte, ob man noch eine GoPro-Halterung haben will oder eine Halterung für einen Videosender. Und ich habe jetzt hier eine GoPro-Halterung für die Hero 10 bzw. 11 genommen. Und da passt natürlich auch die 9er rein, also für 9, 10 und 11. Eine 9er habe ich, eine 11er habe ich, das heißt, das ist echt super. Und nicht so eine hässliche, die ich selbst gedruckt habe. Und dann habe ich mir hier noch die Halterung für die Vista dazu genommen, die ich ja jetzt auch in dem Frame hier benutzen möchte. Weil wir werden wirklich alles, was hier ist, in den Frame übertragen. Ich hoffe, dass ich die Motoren alles noch direkt darauf übernehmen kann, weil ich habe die Kabel hier länger gelassen und von innen verlegt. Deswegen habe ich die Vermutung, dass die noch lang genug sind. Aber ja, so kann man halt hier alle möglichen Sachen sich zusammen konfigurieren. Und ja, die 3D-Druckqualität ist auch echt sehr, sehr, sehr gut. Und zur vollen Transparenz, ich habe diesen Frame zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Also ich habe mir den durchkonfiguriert, so wie ich den haben will. Und habe den dann auf deren Website bestellt und die haben mir den zugeschickt. Und was das für eine genaue Konfiguration ist, zeige ich euch jetzt mal. Und ja, diese Frames sind nicht ganz günstig. Das muss quasi von vornherein geklärt sein. Allerdings ist die Qualität, die man hier bekommt, schon wirklich unfassbar. Dazu kommt natürlich auch noch, was man nicht vergessen darf, so ein normaler iFlight Frame, dieser neue XL5, der kostet auch schon 70 Euro. Und da ist, nicht das alles an Features sozusagen mit dran, was der Frame hier bietet. Deswegen, so viel teurer sind die Frames nicht. Aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, das ist jetzt nicht gerade für einen Anfänger oder in so einem Budget-Bild unbedingt im Budget mit drin. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Aber es geht ja hier auch nicht um den günstigsten Frame, sondern um den besten Frame. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Komponenten erstmal an. Hier haben wir nämlich jetzt die Arme und auch schon eins der, würde ich sagen, zwei sehr großen Highlights an diesem Frame. Weil wie man vermutlich erkennen kann, sind diese Arme nicht aus flachen Carbonplatten, wie das sonst immer der Fall ist. Wenn man sich jetzt mal hier so einen Arm von der Nazgul anschaut, seht ihr, das ist einfach Schichten an Carbon, die übereinander gestapelt worden sind. Und wenn man sich den jetzt mal im Vergleich anschaut, sieht man das so rund.
der Arm. Und das ist nicht irgendwie, sondern das ist Carbon aus Deutschland und Italien, aus der Flugzeugindustrie. Und das ist tatsächlich rund von innen. Und das sorgt dafür, dass die deutlich, deutlich mehr abhalten als normale Frames. Und boah, okay, also ich meine, gut, das kann man mit einem normalen Arm auch nicht unbedingt verbiegen, aber Alter, also da bewegt sich gar nichts. Da bin ich echt gespannt. Also von dem, was ich schon so im Internet gehört habe, sollen diese Frames wirklich so gut wie unzerstörbar sein. Und ganz ehrlich, bei der Qualität und bei der Art, wie die Arme schon hergestellt sind, na, wie gesagt, rund und aus Flugzeugcarbon aus Deutschland und Italien, das ist schon echt heftig. Also ich glaube, der wird ordentlich was aushalten, dieser Frame. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den weiteren Teilen. Hier haben wir diesen Halter, der diese Arme dann, naja, zusammenhält. Da sehen wir auch schon, ja, schwer zu erkennen vielleicht, aber die stehen nicht ganz in dem gleichen Winkel, weil, wie gesagt, ist ja ein Deadcat-Frame. Ne? Das passt jetzt hier so rein. Man sieht auch, die Arme sind hier nicht gleich lang. Ne? Also das ist natürlich genau das Coole an diesem Deadcat-Frame. Aber wir packen erstmal weiter aus. Ich würde sagen, bevor wir zum Highlight kommen, kommen wir nochmal hierzu. Das habe ich jetzt noch dazu bestellt. Das sind die Skid Plates, die man noch dazu nehmen kann. Und die kommen dann einfach unten an die Motorenarme hier so dran. Und das sorgt dann dafür, dass wenn man jetzt eine härtere Landung hinlegt, ne, dass nicht das Carbon direkt kratzt, wie es bei der Nascolitz hier bei mir der Fall war, sondern dass diese Dinger sich abnutzen und die kann man ja einfach austauschen. Auch CNC gefräst, also unfassbar von der Qualität, genauso wie das, das auch CNC gefräst und ich glaube danach sandgestrahlt, würde ich jetzt sagen. Das ist beides Alu hier, diese Teile. Und ja, dann kommen wir jetzt mal zum zweiten, sehr großen Highlight dieses Frames. Und den haben wir hier in der Mitte, was man auch vielleicht direkt sieht. Das Carbon ist nicht matt, sondern es glänzt. Was vor einigen Jahren mal so ein Trend war und dann irgendwie nicht mehr so wirklich vertreten ist. Aber jetzt mittlerweile kommt das irgendwie wieder. Ist auch eigentlich ganz gut, weil dadurch lässt sich das deutlich leichter sauber machen und sieht auch einfach ganz cool aus. Also gefällt mir persönlich sehr gut. Was wir auch schon sehen, der Frame ist fast komplett zusammengebaut. Also eigentlich müssen wir nur noch die Arme reinbauen und das war's. Und jetzt kommen wir zum wirklich absoluten Highlight. Das hier unten ist eine, naja, ich weiß nicht, Midplate oder wie auch immer, auf jeden Fall die Platte, die den Frame von unten verbindet mit der Kamerahalterung, dem normalen mittleren Teil, den Standoffs für den FC und allem Möglichen. Und das ist aus Titan. Es ist kein Aluminium, man sieht es ja auch, das ist eine etwas andere Farbe, wenn man das jetzt mal so daneben hält. Das ist also wirklich Titan und das ist auch CNC gefräst und wie man sieht, kann man da seinen eigenen Namen reinfräsen lassen, was ich natürlich auch gemacht habe. Und das ist wirklich absolut beeindruckend. Also so eine geniale Qualität habe ich wirklich noch nie gesehen. Und was einem vielleicht auch schon auffällt, diese Standoffs hier, die sind ein bisschen stabiler. Wenn wir uns jetzt mal so ein Standoff hier von der Nascool anschauen, so ein kleines Alu-Röhrchen hier, und uns daneben mal so ein Standoff hier anschauen, also ja, das ist schon deutlich mehr. Dazu kommt natürlich auch, dass diese Standoffs normalerweise immer so rund sind und dann sind die sehr schwer festzuhalten, man kann die nicht richtig festschrauben und die sind eckig. Das ist natürlich wirklich praktisch, dann kann man die einfach mal mit einer Zange greifen, wenn man die Schrauben mal richtig festmachen will. Nicht, dass ich sowas empfehlen würde, aber es ist möglich. Ja, und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal den Frame zusammen. Die Anleitung gibt es hier oben mit dem QR-Code, ist aber wie gesagt sehr simpel, also eigentlich muss man ja wirklich nur diese Arme reinbauen und das war's. Und dann übertragen wir alles von der Nascool hier rein. Inklusive der jetzt neuen Nebula und schauen mal, ob das dann alles funktioniert. Und warum ich mich jetzt dafür entschieden habe, vielleicht nochmal kurz, also für diese Version des Frames, man sieht, dieser Lowrider ist ziemlich tief. Man sieht so seitlich auch, dass das Carbon hier nicht eine simple Platte ist, sondern dass das auch noch so verwebt ist. Das wird wahrscheinlich auch nochmal, boah, ja, das wird auch nochmal deutlich mehr aushalten als ein normales Carbon. Und ich habe mich jetzt für den 6 Zoll entschieden, weil 7 Zoll ist ein bisschen groß. Da hätte ich vermutlich auch andere Motoren gebraucht und ich habe gerade erst 100 Euro für diese Motoren ausgegeben, deswegen wollte ich die dann doch ganz gerne noch weiterhin verwenden. Und 6 Zoll Propeller sollten die auf jeden Fall schaffen. Das sind 2306er, das sollten die hinkriegen. 7 Zoll wird dann langsam eng. Dann habe ich den Lowrider genommen, weil das Praktische ist ja jetzt, wenn ich die Air Unit jetzt hier hinten drauf schraube, die ist ja relativ schmal und das Gute ist, vorher hatte ich das Ganze ja analog und analogen war das so, dass ich ESC, FC und Videosender übereinander gestapelt hatte, weil
bei der NASCOOL V1, die ich ja hier jetzt vorher hatte, passt hier hinten kein Videosender hin. Deswegen musste ich hier in der Mitte alles übereinander stapeln und brauchte relativ viel Platz. Jetzt brauche ich allerdings nicht mehr so viel Platz, weil, wie gesagt, digital, der Videosender kann ja einfach hier hinten hin. Deswegen habe ich den Lowrider genommen. Sieht einfach ein bisschen schicker aus, finde ich, wenn er so ein bisschen schmaler ist. Und wie gesagt, ich brauche den Platz halt einfach nicht mehr. Genau, dann habe ich die Deadcat-Version genommen, weil ich will einfach jetzt damit so ein bisschen mehr auf Longrange gehen, ein bisschen, so cinematische Aufnahmen ein bisschen mehr machen. Und deswegen ist das schon ganz gut, wenn die Propeller nicht im Bild sind. Bei der NASCOOL sind die manchmal wirklich im Bild, was ich auch schon mal letztens in einem Kommentar erwähnt habe. Es ist gut, wenn man schwarze Propeller nimmt, am besten schwarz so leicht durchsichtig, weil die sieht man am wenigsten, während die sich bewegen. Das ist ganz praktisch, wenn die mal in der Aufnahme reinkommen. Und bei der NASCOOL sieht man die Propeller tatsächlich manchmal. Wenn die GoPro mit Superview so ein bisschen den Bildausschnitt verschiebt, dann landet das manchmal genau da, wo man dann die Propeller sieht. Und das sollte hier nicht mehr der Fall sein. Also der Frame wird einem wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr lange Zeit halten und Freude bereiten. Und ja, dann baue ich das jetzt mal kurz hier alles auseinander und zusammen, je nach Anleitung, wie das halt gehört. Und dann können wir gleich alles hier rein übertragen. Jo Leute, kleiner Zwischeneinspieler. Und zwar war ich so schlau und habe die Arme falsch herum reingesteckt in den Frame. Es liegt tatsächlich nicht daran, dass der Frame irgendwie falsch konstruiert ist oder irgendwelche komischen Abmessungen hat. Es liegt einfach nur daran, dass ich dachte, ich wüsste besser, wie das Ding zusammengeht als der Hersteller und mir die Anleitung nicht richtig angeschaut habe. Also, mach nicht den gleichen Fehler wie ich und steck die Arme direkt richtig rum rein. Deswegen, falls ihr euch jetzt wundert, warum der Frame so ein bisschen komisch aussieht, die langen Arme gehören eigentlich nach hinten und dann passt das Ganze auch ein bisschen besser. So, und da ist der erstmal fertig zusammengebaute Frame. Und eine Sache muss ich wirklich an der Stelle einfach mal loswerden. Ich hatte schon wirklich sehr viele Frames in der Hand. Und ich muss sagen, dass das hier wirklich mit Abstand der beste ist, den ich in der Hand hatte. Mit Abstand der hochqualitativste und stabilste. Also wenn ich jetzt hier... Ich drücke gerade hier runter und ziehe an dem Arm hoch. Also... hier ist eine Abnutzung jetzt hier auf der Oberfläche, aber also es bewegt sich nicht, also null. Und was mir dabei jetzt auch beim Zusammenbauen erst aufgefallen ist, was echt genial ist, man kann die Arme und alles Mögliche austauschen, ohne den Stack rauszunehmen. Der Stack ist nämlich hier mit den Schrauben fest und ja, die Arme sind mit den separaten Schrauben hier dran. Also kann man die Arme austauschen, ohne den Stack rausnehmen zu müssen. Was mir auch nochmal aufgefallen ist, die Standoffs hier hinten. Ihr seht, die sind hier innen so hohl. Das sieht man halt, ne, wo das Gewinde gerade jeweils ist. Und die sind natürlich auch nicht unnötig schwer. Was mir auch noch aufgefallen ist, hier ist so ein kleines TPU-Druckteil dran. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das für das Stromkabel ist, dass man jetzt XC60-Kabel durchziehen kann, dass das auch nicht in Richtung Propeller gelangt. Und was ich gerade vielleicht nicht ganz so gut erwähnt habe. Normalerweise, wie jetzt hier auch bei der NASCOOL, sind diese Motorkabelabdeckungen, das ist jetzt hier einfach so ein Plastikaufkleber. Ich weiß nicht, inwiefern man das hier erkennen kann, aber das ist Carbon. Also das ist jetzt hier draufgeklebt worden auf den Frame, aber trotzdem, es ist Carbon. Also die Abdeckung hier sogar, hört man vermutlich auch. Gut, dann würde ich sagen, baue ich das Ding hier auseinander. So schlimm ist es eigentlich nicht. Ich denke mal, ich werde einfach als allererstes die Motoren ablöten und abschrauben und dann mal schauen, dass wir die hier dran kriegen, ob die Schrauben dafür vielleicht auch reichen und ja, wie das alles passt, auch mit diesen kleinen Skidplates. Und dann übertragen wir jetzt mal langsam alles hier von hier rein. Und wenn es irgendwas Nennenswertes gibt, dann werde ich mich natürlich melden. Okay, ich bin schon deutlich weitergekommen, wie man sieht. Die NASCOOL ist komplett zerlegt
Und ich habe hier schon mal so ein ganz bisschen angefangen. Ich habe jetzt, wie man auch sieht, nur einen Motor drauf. Einfach um zu testen, wie das quasi so passt. Leider musste ich jetzt gerade feststellen, dass diese Skidplates hier, die sind für größere Motoren gedacht. Aber wenn ich die jetzt hier drauflege, weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht. Aber ja, das passt halt leider bei diesen Motoren nicht. Wie gesagt, sind ja auch eigentlich 5-Zoll Motoren, die ich jetzt gerade auf dem 6-Zoll-Kopter benutze. Wenn man jetzt größere Motoren nutzen würde, dann würde das damit natürlich funktionieren. Aber das ist jetzt nicht das Ende der Welt. So, ein paar Sachen, die wir jetzt noch machen müssen und können. Ja, leider sind die Motorenkabel auch zu kurz, wie man sieht. Die enden jetzt hier. Beim hinteren passt es wahrscheinlich so gerade eben, aber den vorderen hier, die Kabel sind einfach zu kurz. Deswegen werde ich die einfach hier in der Mitte sozusagen durchtrennen, da wo man es nicht sieht, und dann hier verlängern und dann wieder von innen richtig schön da rein schleusen. Und ja, hinten natürlich genau das Gleiche. Wenn man es jetzt anguckt, ja, würden passen, aber dann halt nicht mehr von innen verlegt. Deswegen. Das werde ich trotzdem von innen verlegen, damit es schöner ist. Und ja, ich habe auch schon mal die Vista, die neue Vista jetzt hier rein platziert. Das passt sogar mit dem kürzeren Kabel, mit dem normalen Kabel passt das sogar. Wie man jetzt sieht, hier unten drunter her. Die muss natürlich jetzt hier vorne noch festgeschraubt werden. Und hier hinten natürlich das Sendemodul auch. Die Antenne natürlich hier hinten auch noch dann dementsprechend befestigt. Und da habe ich auch noch mal eine Frage an die digitalen Flieger unter euch. Macht man das? Andere Antennen? An so einem digitalen Kopter, weil irgendwie wirkt mir die Antenne hier so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so cool. Deswegen, falls ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, was man an so eine Vista dran schrauben könnte, was vielleicht eine bessere Antenne ist, nur her damit. Und die ist natürlich auch echt gut geschützt so. Und das TPU sollte dem Signal auf jeden Fall nicht im Wege stehen. Und jetzt habe ich realisiert, dass diese Aussparungen in den Standoffs hier hinten, die ich am Anfang gerade gezeigt hatte, sogar noch einen Sinn haben. Und zwar die Halterung hier. Die Vista-Halterung, die klickt da rein. Die hat an den Seiten so kleine, ja, Streifen und die passen wirklich perfekt in diese Öffnung von den Standoffs, damit die halt, ja, nirgendwo hin kann, die Halterung. Die ist hier unten so ein bisschen eingeklickt und ja, hier sieht man es. Und hier könnte man, sehe ich gerade, das ist glaube ich sogar für eine Crossfire-Antenne gedacht, hier diese Öffnung, ne? Wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, ja, Tatsache, Crossfire-Antenne passt hier perfekt dran. Muss ich mal schauen, weil ich habe ja hier immer noch diesen Diversity-Empfänger. Das heißt, ich habe zwei Immortality-Antennen. Ich denke mal, ich werde die trotzdem wieder irgendwo hier vorne montieren. Aber ja, auf jeden Fall cool, dass die Halterung da ist. Und wie man sieht, hier sind jetzt diese vier Löcher im TPU und darunter auch die vier Löcher hier im Frame, wo man dann die Vista hier befestigen kann. Da muss ich natürlich nur noch mal gucken, ob ich da irgendwelche Schrauben für finde, weil die bei der Vista leider nicht dabei sind. Und das ist auch bisher so die einzige Sache, die ich an dem Frame hier kritisieren würde. Dass halt einfach die Schrauben wären noch schön, wenn da ein paar mehr Schrauben dabei wären. Weil für die GoPro-Halterung, zumindest wie ich das jetzt gesehen habe, muss man die originalen Schrauben verwenden. Wenn man sich da anguckt, da guckt nicht mehr viel Gewinn dann in den eigentlichen Standoff rein. Also bei sowas wäre es ganz geil, wenn da noch ein paar naja, Ersatzschrauben oder größere Schrauben dabei wären. Vor allen Dingen jetzt auch für sowas wie die Vista, weil da halt einfach nur diese naja, Mini-Schrauben hier dran sind. Aber naja, das ist nicht das Problem. Die Schrauben kann ich noch organisieren. Und ja, hier kommt dann später, ne, das XT60-Kabel rein. Und das werden wir dann ja später alles montieren. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt erstmal die ganzen Motorkabel verlängern und alles so vorbereiten, sozusagen, dass der ESC dann später rein kann. Und ja, wie gesagt, ich werde die einfach hier in der Mitte verlängern, dass man es nicht sieht. Das ist dann ein bisschen schöner vielleicht. Und ja, bisher bin ich immer noch extrem begeistert. Also die Qualität ist wirklich unfassbar. Was man vielleicht auch noch gerade noch nicht ganz gesehen hat, hier vorne die Kameramontierung, da sind noch zwei Carbonplatten, die hier in den Standoff noch mit reingehen. Und der Standoff ist mit der Titanplatte verbunden und mit den Armen verbunden und mit der normalen mittleren Platte hier verbunden. Also ja, das ist schon alles sehr krass ineinander gewebt und verbunden miteinander. Also extrem stabil. Selbst die Kamerahaltung ist so unnötig stabil einfach. Also es ist wirklich unfassbar. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt mal weiter und dann sehen wir uns gleich. So, ganz kleiner Zeitsprung. Und der Kopter ist, naja, so gut wie fertig. Ich habe das Ganze etwas unterschätzt. Ich dachte, es geht deutlich schneller. Dachte mir, ja, kann ich ja ganz entspannt nochmal die nächsten Tage weitermachen. Dann bin ich damit ganz schnell fertig. Aber ja, es hat tatsächlich doch noch ziemlich lange gedauert. Ja, weil die Motoren halt auch zu kurz waren, also die Kabel zu kurz waren. Und ich jedes einzelne Kabel verlängern musste. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich clean aus, so ziemlich gut. Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Zum Beispiel muss ich die Vista jetzt hier hinten noch final montieren.
Dafür muss ich nochmal irgendwelche Schrauben organisieren, da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das machen möchte. Am liebsten hätte ich halt Schrauben, da die hier unten durch diese Montierungslöcher durchgehen, oben mit einer kleinen Mutter dann sich befestigen, aber ich habe weder diese Schrauben noch die Muttern dafür. Deswegen, das naja, muss ich noch machen. Dann muss ich noch irgendwie mir überlegen, wie ich die Crossfire-Antennen hier montiere. Ich habe gerade überlegt, vielleicht eine so und die andere dann hier unten. Dann hätte man das auch wieder so im 90-Grad-Winkel zueinander. Aber das Problem ist, dann sieht das halt schon echt ziemlich dumm aus, wenn hier vorne so ein Stab rausgucken hat. Also, naja, da muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich die auch wirklich so, wie sie jetzt hier gerade schon hängen, so einfach unter die Arme. Allerdings können wir noch einen letzten Test jetzt hier erstmal machen. Erstmal vielleicht eine GoPro hier rein stecken, um zu schauen, wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie die hier rein muss in diese Haltung. Mache die jetzt einfach hier so durch und dann klickt das hier wieder rum, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, wie diese Halterung jetzt hier gedacht ist. Ja, so würde ich sagen. Okay, da ist die GoPro auf jeden Fall sehr gut geschützt. Krass. Und ja, dann würde ich sagen, stecken wir mal einen Akku ran, gucken mal, ob das Ding anfängt zu brennen. Hoffentlich nicht, aber weiß ja nie. Das klingt und sieht sehr gut aus. Brennen tut nichts, rauchen tut nichts, leuchten tut allerdings alles. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Ich würde sagen, wir können noch mal kurz schauen, was das Ding jetzt so wiegt, um, naja, einen groben Vergleich zu haben, weil was relativ interessant ist, der Frame wiegt gar nicht mal so viel mehr als so normale 5 Zoll Frames. Also es ist gar nicht so ein riesiger Unterschied. Und zwar wiegt der Frame selber nur 182 Gramm. Und wenn man überlegt, dass so einige normale iFlender School Frames dann auch schon teilweise bei so, weiß nicht, 130, 140 ist, das ist nicht so ein riesiger Unterschied. Dafür, dass das halt auch 6 Zoll ist und naja, deutlich massiver. So, 0 Gramm, schauen wir mal. Ja, 605, was man jetzt sehen kann. Insgesamt, das ist, naja, nicht unbedingt sehr wenig, aber es ist auch schon mit einer GoPro. Das heißt, mit einem normalen 6S Tattoo Airline wiegt das Ding so knapp über 800 Gramm. Und wenn man überlegt, vorher war das Ding auch nicht viel leichter. Also vorher hatte die mit der Hero 11, glaube ich, 780 oder sowas. Und das war halt ne, deutlich kleiner, das Ganze. Und ja, ich finde allgemein sieht das Ding echt absolut phänomenal aus. Also wie gesagt, was ich gerade schon am Anfang gesagt hatte, ich würde mich freuen, wenn hier noch ein paar mehr Schrauben dabei wären. Die Schrauben hier passen für die GoPro. Also seht ihr ja, die GoPro-Halterung ist drauf, das passt. Die sind tatsächlich lang genug. Aber naja, das ist so, es ist nicht unbedingt negativ. Also wie gesagt, das ist ja alles dabei. Ich habe es alles so zusammengebaut. Wäre halt nur schon irgendwie cool, wenn noch so Schrauben für eine Vista dabei wären oder so bei der Vista-Halterung. Aber das ist halt Meckern auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Und dieser Frame hier ist auch auf einem extrem hohen Niveau. Und ich würde sagen, wir testen den dann das nächste Mal aus und schauen mal, wie sich das Ganze dann so fliegt. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.